mein Gott, Sonne, schnell, 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 schnell. Und schnell, 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 Abo-Special, Abo-Special, Abo-Special. Hallo und herzlich willkommen zum 25.000 Abo-Special. Wir haben es geschafft, wir haben 25.000 Abonnenten, es ist unglaublich. Und ich habe euch was Besonderes versprochen und es gibt was Besonderes, es gibt eine Roomtour. Und jetzt werdet ihr denken, scheiße, Hajo, Roomtour hast du schon mal gemacht, juckt uns nicht. Nee, es wird richtig cool. Es gibt nämlich was ganz was Tolles zu erzählen und da werdet ihr jetzt mal staunen. Und dazu, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe eine DJI-Drohne, ich habe mittlerweile eine DJI-Action-Cam, habe da ein Video gemacht schon davon, ich weiß es gar nicht mehr. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, Film ab, damit ihr seht, was euch gleich erwarten wird. So, ihr habt es gesehen, es war vermutlich... nicht alles zu sehen. Ich blende euch jetzt mal schnell ein Foto ein vom Herbst. Da habe ich schon Drohnenfotos gemacht hier. Und von dem her, glaube ich, seht ihr da dann ein bisschen mehr, was da alles so auf euch zukommt und was uns hier erwarten wird. Zu eurer Information nochmal willkommen zum 25.000 Abo-Special. Ich freue mich einfach tierisch, weil ich euch diese wundervolle Neuigkeit mitteilen kann. Ich habe ein Haus gekauft mit, wie ihr gesehen habt, echt ganz schön geil viel Grund dabei und ich bin einfach so happy. Und ich habe jetzt schon Milliarden Videos gedreht und Zeug gemacht und ich warte die ganze Zeit auf dieses blöde Abo-Special, weil ich euch das natürlich nicht alles vorenthalten will und ausgesteckt. Ich das natürlich alles euch mitteilen will und ich das total cool finde und ich das total mega finde, aber es tut mir halt echt so wahnsinnig leid. Komm mal mit, Kamera. Es tut mir einfach so wahnsinnig leid, dass jetzt alle so lange drauf warten haben müssen, weil ich hätte es euch auch viel lieber viel früher alles mitgeteilt. Aber das Problem war einfach, dass es ist nicht gerade ums Eck des Hauses, es ist ein bisschen entfernt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier war und was gearbeitet habe am Haus, war echt ein richtig beschissenes Wetter. Und das einzige Mal, wo kein so ein beschissenes Wetter war, wo ich das Dach angefangen habe zu reparieren, da gibt es dann auch ein Video dazu. Da habe ich es irgendwie nicht geschafft, das Abo-Special zu machen. Da hätte man echt Sonnenschein gehabt. Und deswegen muss ich es jetzt ausnutzen und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und da müsst ihr jetzt einfach durch. Und alle, die was das nicht interessiert, weil ich ja nicht so als den coolen Bastler sehen, sondern warum auch immer ihr meine Videos schaut, die müssen halt jetzt einfach durch. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Wir machen eine Roomtour als Abo-Special von dem neuen Haus, das ich habe. Ich hoffe, das Haus gefällt euch genauso gut wie mir. Ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viele Schandflecken und so in diesem Haus. Aber da müssen wir nach und nach durch. Und ja, es gibt halt, ja, ich weiß es. Es gibt noch eine ganze Menge Schutt, der rumliegt, das der Vorbesitzer noch wegräumen muss und hoffentlich auch macht. Es liegt noch jede Menge Müll rum, da wo dann ein Container bald kommt. Es liegt gerade ein zusammengeschnittener Baum rum, da gebe ich euch auch noch mal ein Video dazu, wo mein Herz blutet. Und es gibt hier eigentlich keinen Schnee. Ja, wie man sehen kann, es gibt keinen Schnee. Wurde mal gesagt. Und das Problem ist, es gab jetzt doch Schnee plötzlich und die Bäume hier unten, die können das halt nicht ab. Und deswegen liegt da hinten jetzt ein komplett zusammengeschnittener Baum, drei Bäume, weil leider die halt einfach dem Schnee erliegen sind und mein Herz blutet, weil es war echt ein richtig schöner Baum und hat einen schönen Abschluss zur Straße hingemacht. Und es haben auch Eulen drin gewohnt, hat der Vorbesitzer mir erzählt. Von dem her blutet mein Herz. Ja, ein paar Details dazu. Das Haus ist mega. Es ist aus den 50er Jahren in etwa. Es ist ein komplettes Holzhaus mit einer betonierten Wand. Es ist richtig viel zu tun. Wir werden richtig viele Videos machen davon. Und ihr werdet richtig viele Videos sehen davon. Und ich bin echt froh, dass das Abo-Special raus ist, weil dann kann ich jetzt nach und nach auch die Videos schneiden, beziehungsweise die ich geschnitten habe, jetzt auch peu und peu hochladen. Wenn euch das gar nicht gefällt und ihr sagt, um Gottes Willen, lasst es bitte bleiben, Ehayo, dann mache ich es trotzdem. Mir taugt es einfach zu sehr und ich habe einfach viel zu viel Spaß an dem Ganzen. Das Grundstück selber, wie ihr seht, sind 1500 Quadratmeter. Ich habe hier einen unglaublich genialen Baumbestand drauf. Ich habe hier Zwetschge, ich habe hier einen großen Kirschbaum, ich habe hier für die Kinder was zum Spielen. Wir haben direkt vorm Haus da das riesige Teil da. Das da ist ein Walnussbaum. Und da hinten, das machen wir aber alles im Frühling dann, da gehe ich mit euch mal durch den Garten. Da hinten haben wir Äpfel, Birnen, Weintrauben, Heidelbeeren, Edelkastanien, also wir haben Himbeeren, Brombeeren, Ziersträucher, wir haben alles hier, was wir brauchen. Also es wird dann auch wieder zum Thema Kochen und Einwecken ein bisschen was kommen von mir, weil da auch schon viele Nachfragen, wenn man nicht einmal was machen kann dazu.
Ja, aber da, wie gesagt, momentan ist ja alles matschig und Winter und eklig, also zeige ich euch lieber die Roomtour innen erstmal, damit ihr mal seht, wie geil das Haus ist und was es für Schätze birgt, wo ich mich einfach so unglaublich drauf freue. Und wir fangen einfach mal direkt hier an, denn hier am Eck vom Garten befindet sich, da oben ist eine Tür, da ist ein Lager, da gibt es auch ein Video dann, wo ich das Lager ausräume und einräume. Dahinter haben wir einen Komposthaufen, da das ganze Grüne hier ist alles Brombeeren, also das sind alles Brombeersträucher. Guckt euch mal den Ausblick an und dann wisst ihr, warum ich das hier so genieße und warum ich das einfach so wahnsinnig hammergeil finde. Es ist ein Träumchen, oder? Es ist ein Träumchen. Schaut es euch an. Also ich könnte Tag und Nacht da diesen Ausblick genießen. Und dieses Haus, das hier steht, um wieder zurückzukommen, das ist die Werkstatt. Da gibt es ein Video davon. Die hat, oh, da will ich brennen lassen. Ups, sie abklopfen. Es gibt Ärger. Da habe ich ein Video davon gemacht, wie ich die Werkstatt ausräume. Denn die hat davor nicht so ausgeschaut, wie es jetzt ausschaut. Also nicht, dass die jetzt ordentlich wäre, aber davor war es noch unordentlicher. Und da gibt es ein Video davon und ich liebe es einfach. Das war einer der Gründe, der riesengeile Garten und diese Werkstatt. Ich finde es einfach, es gibt nichts Cooleres wie eine Werkstatt, finde ich. Und hier habe ich diesen Traum quasi für mich erfüllen können. Wir waren heute gerade eben noch ein bisschen Werkzeug kaufen, weil es eigentlich vormittags geregnet hat. Weil es ist natürlich wahnsinnig viel Zeug hier. Ich habe das Haus mit allem Inventar und allem, was da war, übernommen. Aber es ist halt auch einfach sehr altes Zeug. Und gerade bei dem Baum zusammenhacken ist mir halt die Axt gebrochen, weil halt die Holzgriffe so uralt sind. Und ach, das ist alles ein bisschen mühsam, aber da muss man durch. Hier eben ein Haufen Müll, der muss dann alles nur weg. Da wartet man dann einfach auf den Container. Dann geht es hier hinten weiter. Gerade das mal seht. Wie gesagt, ich habe es mit allem gekauft. Es sind ein Haufen geile alte Fenster da. Da wird dann was Cooles draus gebastelt. Da könnt ihr euch freuen. Wir haben ganz viele Leitern da. Also Leitern habe ich ohne Ende. Wir haben hier ein Schloss drauf und ich habe natürlich einen Schlüssel dabei. Das heißt, ich kann euch da jetzt nicht zeigen, was drin ist. Na toll. Wieder mal 1A vorbereitet. So, Schlüssel Kohl. Jetzt muss ich euch nur hier schnell hinlegen, dass ich da aufsperren kann. Auch das habe ich schon repariert. Das Schloss war nicht richtig zusammengeschraubt. So, dann schauen wir uns das einfach mal an. Also es sind zum Teil echt extrem viele Baustellen und Müllhalden und so übrig. So, Schlüssel wieder einstecken. Aber zum Beispiel der Raum hier, der wird jetzt als nächstes ausgeräumt. Es ist einfach viel, es sind viele Schätze da. Wieder noch eine Leiter, irgendwelche Böcke zum Arbeiten. Da hinten ist ein Haufen Rigips. Da ist eine original eingepackte Eingangstür, die man dann irgendwann verbauen werden. Hier Steher für Rigipswände, hier Baustall ohne Ende. Also ihr seht, es gibt hier definitiv ganz schön viele, ganz schön coole Dinge, die... Was ist denn das da? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall eine Tischplatte. Oh, da ist Yutong. Und da sind... Oh Gott, das sind Plexiglasscheiben. Und was für welche. Also die sollte, solange wir noch Corona haben und Plexiglas Mangelware ist, sollte die mal schleunigst verkaufen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal ganz schön viele Schätze. Und ich freue mich einfach so, weil ich liebe Ausräumen. Das ist so cool, weil man weiß nie, was man entdeckt und was jetzt als nächstes dran kommen wird. Hier eine ganze Palette Ziegel. Werden wir irgendwann mal was damit machen. Wenn ich den Schlüssel schon mal habe, Gartenlaube. Wie gesagt, alles im Frühjahr. Hier, jetzt ist es eklig und gefällt mir nicht. Ich mag euch das alles nicht zeigen, weil es so eklig ist. Hier geht es weiter. Oh, was ist das für ein Stiel? Den tun wir gleich zum Feuerholz. Alten, abgebrochenen Stiel. Hier geht's weiter, hier kommt der nächste Schatz. Bisschen schwierig mit einer Hand, aber das kriegen wir hin. Jetzt alle mal tief die Luft anhalten. Also grundsätzlich erstmal Gottes Willen, so viel Müll. Ein Haufen Zeug, wirklich richtig viel Zeug. Alte Pokale, das Zeug kommt alles weg. Ah, jetzt der große Schatz, Achtung. Ein, da drunter versteckt, muss glaube ich so rüber, ein Rasenmähtraktor. Nicht, dass er startet, weil ich glaube, die Batterie ist kaputt. Aber ein Rasenmähtraktor, ich freue mich so drauf. Im Übrigen, der Schuppen hier, so wie er ist, das wird auch eins der Projekte, der kommt weg. Das ist einer dieser Schandflecken, die ich hier sehe.
der kommt auf jeden Fall definitiv weg, weil es ist einfach nur hässlich. Und wo habe ich jetzt das Schloss schon? Da. Der ist einfach nur hässlich und deswegen weg mit dem Ding. So weit, so gut. Hier wächst Wein. Und wie gesagt, hier nochmal Schaukel und Rutsche für die Kids. Dann geht es hier weiter Richtung Haus. Und jetzt kommt wieder so ein Thema, was ich einfach absolut mega krass cool finde. Das kenne ich ja so. Kann das Display wieder hängen? Das kenne ich so nicht von uns, weil ich bin ja in den Bergen aufgewachsen. Und bei uns kommt das Wasser ja von oben, also vom Berg. Und hier im Flachland kommt es ja von unten, vom Grund. Und deswegen haben wir hier eine Pumpe. Und das Krasse dran ist, einmal haben wir hier so eine Pumpe zum Pumpen und einmal haben wir hier unten einen Ansaugstutzen fürs Hauswasser. Also ich habe meine eigene Wasserversorgung mit einer Elektropumpe, wo ich quasi Trinkwasser, Wasser fürs Baden und so weiter raushole und da zahlt mal pauschal irgendwie Abwassergebühren und das war's. Und ich finde es einfach, also es ist, keine Ahnung, wer das auch schon hat, sowas, aber das ist so ein Gefühl von Freiheit, sein eigenes Wasser zu haben. Und die Qualität vom Wasser hier ist gut. Die haben echt wahnsinnig viele Häuser noch, so Tiefbrunnen. Und deswegen finde ich es einfach richtig, richtig cool. Da gibt es auch ein Video dazu, weil da habe ich gerade Probleme, dass scheinbar das Rückschlagventil kaputt ist von dem Ansaugstutzen. Das heißt, da muss ich auch noch weiterarbeiten. Hier das Holzlager mit richtig viel Holz da. Auch das Holzlager wird so, wie es ist, wegkommen, weil es auch ein Schandfleck ist. Da bauen wir dann auf jeden Fall ein Carport draus aus dem Ganzen. Dann kann man mal hier ums Haus gehen. Einfach mal, dass wir mal alles so ein bisschen sehen, was es so gibt. Hier gibt es sonderlich nichts Großartiges. Für mich und meine Gartenliebe natürlich total super. Hier so ein altes Vakuumfass vom Bauern, wo man dann im Sommer hier die Regenrinne reinhängen kann. Und dann hat man da immer Wasser zum Blumengießen. Und vorne ist eigentlich relativ unspektakulär, also da will ich euch noch gar nicht zu viel zeigen. Sind alte, also neue Dachziegel da. Was ich so liebe, sind hier überall so Detailsachen, hier so alte Wegen und so Zeug. Und ich finde es einfach hammer dekorativ gesehen. Das Dach selber, es wird als eine der ersten Baustellen gemacht werden. Ich habe schon einiges ausgebessert am Dach. Ja, das kommt dann noch. Dann gehen wir mal gleich in den ersten Stock hinauf. Da habe ich auch gleich einen Schlüssel mitgenommen. Hier an der Leiter vorbei, die habe ich gestern gebraucht. Also in den ersten Stock kommt man nur über die Außentreppe. Und da können wir jetzt nochmal was Traumhaftes uns angucken. Und zwar diesen Ausblick hier. Ich finde es einfach wunderschön. Gerade jetzt in dem Moment mit diesem tiefen Nebel, der da so entlang zieht, diese Nebelschwaden über dem Boden, ist einfach ein Träumchen. Und falls ihr euch fragt, was das da drüben ist, das ist eine Tabakhütte. Da wurde früher Tabak getrocknet und zu meiner großen Freude und Verwunderung ist da eine Antennenanlage auf dem Dach. Das hat irgendjemand gemietet und hat da eine Funkamateurantenne oben drauf und das finde ich ziemlich mega. So, jetzt hoffe ich mal, dass es hier keine großartigen Überraschungen gibt. Ich war hier oben nämlich, jetzt seit wir jetzt hier sind, noch nicht mehr. Und wo ich das letzte Mal hier oben war, habe ich eine tote Maus gefunden. Also hier haben wir erstmal relativ viel Zeug hochgeräumt, das überall rumstand. Das, ja, da gibt es noch viel, viel Sperrmüllpotenzial. Es ist wahnsinnig viel Styropor hier. Und mal wieder eine Leiter, weil man noch nicht genug hat, wieder irgendwelche Böcke und halt einfach Styropor, Styropor, Styropor. Und hier oben eigentlich sonderlich nicht so großartig toll. Das Einzige, was es hier oben gibt, Gott, ist hier warm. Die Heizung funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Hier oben gibt es einen Raum, der ja so mehr oder weniger schön ist. Es ist halt ein Raum. Und wir werden den irgendwie dann nutzen, den Raum noch, bis wir hier mit dem ganzen Umbau anfangen und fertig sind. Wir können auch hier nochmal rausgucken, damit ihr hier nochmal den wundervollen Ausblick genießen könnt. Also da hinten sind ein paar Berge. Das ist der Baum, der leider umgefallen ist. Der stand da rechts an der Straße. Den musste ich leider wegschneiden. Es gibt hier gefühlt 5 Milliarden Vögel, was ich absolut geil finde. Also es sind hier so viele Vögel. Und ich verfütter, glaube ich, einen halben Kilo Vogelfutter am Tag oder so,
weil hier so viele Vögel sind und das finde ich einfach wundervoll. Ich finde es wirklich echt wundervoll, sowas. So, dann nehme ich euch mal mit rein ins Haus selber. Teilweise könnt ihr vermutlich die Augen zuhalten, weil teilweise, ja, es ist halt nur in vielen Orten einfach eine Baustelle, aber ich freue mich einfach, das alles so langsam nach und nach herzurichten und ich hoffe, ihr freut euch auf die Videos, die kommen. Also vorher waren wir da hinten an der Ecke gestanden. Hier ist der Garten mit dem umgefallenen Baum und wir gehen jetzt hier rein und ich habe mich schon ein bisschen umgezogen und ich habe Hausschuhe an, weil wenn ich jetzt hier mit den anderen Schuhen reingehe, dann wisst ihr eh. Wir gehen also mal bei der Haustür rein und hier gibt es einen ziemlich unspektakulären kleinen Vorraum mit der Garderobe. Die Tür geradeaus geht ins Badezimmer. Jetzt dürft ihr gleich mal diese wundervolle Farbgebung der Toilette, der Badewanne und des Waschbeckens bewundern. Es ist einfach wundervoll, wundervoll, wundervoll schön. Die Heizung ist knalleheiß. Da zeige ich euch nachher gleich, wo die Heizung herkommt, weil das finde ich auch einfach mega. Die Vorhangstange habe ich aufgehängt, auch dazu wird es ein Video geben. Und hier draußen wieder der Baum. Mein Herz blutet immer noch, es blutet einfach mein Herz. Aber ja, warmwassertechnisch hier mit dem Elektroboiler, versorgt. Da gibt es halt auch nichts anderes, hier noch Platz für die Waschmaschine. Die Installation auch alles sehr, sehr, sehr interessant. Dann vom Badezimmer über die Garderobe zum nächsten Raum. Wir sind in der wundervollen Küche und die ist, naja, sie ist halt Trinkwesen. Und sie hat eine Spülmaschine, die funktioniert, sie hat einen Wasserhahn, der warm wird und sie hat einen Ofen, der warm wird und mehr braucht man eigentlich fürs Erste nicht und mehr bietet sie auch nicht. Wenn wir uns hier drumherum schwenken, hier der Kühlschrank im Eck mit eingebaut und hier sehen wir schon gleich eine wundervolle Sache, die ich einfach sehr, sehr, sehr liebe und schätze in diesem Haus. Wir haben einen Holzofen und ich mag einfach Holzöfen und ich habe euch ja vorher gerade gesagt, die Heizung ist warm. Das liegt an diesem wundervollen Holzofen, denn es ist auch gleichzeitig ein Wasserofen mit einer Umwälzpumpe. Bedeutet, wenn ich hier Feuer mache, wird es im ganzen Haus, auch in dem Raum, wo wir vorher oben waren, wird es warm, weil die Heizkörper warm werden. Und das finde ich einfach schön. Ich mag das. Ein Holzfeuer machen, damit es schön wird, das gefällt mir einfach. Wir drehen uns einmal um. Wir haben hier den Esstisch, wo Maria sitzt, die ihr auch schon ab und zu von manchen Videos kennt, die auch gerade brav am Planen und Zeichnen ist vom neuen Grundriss, oder? Mhm. Genau. Brav. Genauso redegewandt wie Matthias in meinen Streams, also genau. So hat das Haus mal früher ausgesehen, weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das war früher mal das Haus, wo es noch ganz frisch war. Wir gehen weiter, wir haben hier 1000 Türen, also wir kommen hier rein, kannst du hier leicht verlaufen, hier rein in den Vorraum, vom Vorraum ins Bad hinter der Wand oder in die Küche und von der Küche in den nächsten Vorraum. Und der ist jetzt richtig Baustelle, also habe ich alles so übernommen. Also die Wand noch ein bisschen verspachtelt, nicht mehr geschliffen, hier der Sicherungskasten. Also mein Laptop stand gerade auf dem Tisch, weiß nicht, ob man es gesehen hat, da läuft Home Assistant. Nicht. Hier unten spickelt auch ein Stromzähler vom Shelly raus. Also ich habe hier auch schon, da oben sieht man, ein Shelly 3EM verbaut. Die Elektrik hat der Vorbesitzer gemacht. Da gibt es ganz viele Videos und Ärgernis drüber noch, aber das kriegt es alles mit. Gehen wir gleich weiter, dass die Verwirrung verwirrt ist. Vom Vorraum geht es in den Vorraum. Und das war quasi das Anfang vom Video. Und von diesem Vorraum geht es raus in Garten. Also wir haben den Vorraum vorne raus und wir haben den Vorraum hinten raus, der dann in den Vorraum zum Garten rausführt. Also Vorräume haben wir genug. Wird sich alles ändern am neuen Grundriss dann. Von diesem Vorraum Küche geht es jetzt hier rüber in meinen Lieblingsraum, der Erdkeller. Und im Erdkeller gibt es dann auch noch ein Video. Ich freue mich so auf diese ganzen Videos, die es geben wird. Im Erdkeller gibt es Ordnung und es ist alles super schön. Guckt es euch an. Es ist wundervoll. Es gibt ein Video, hier waren Regale drin und Zeug, wo ich das alles rausbaue dann. Das hat davor nicht so schön ausgeschaut. Und
Hier habe ich immer noch kein Glück. Und wir haben natürlich auch Mäuse. Ich habe jetzt hier schon mal Mausefallen aufgestellt. Die letzten habe ich Nutella reingemacht und das haben wir die Mäuse rausgefressen. Also probiere ich es jetzt einfach mal mit Käse. Vielleicht kriegen sie den nicht so leicht rausgefressen. Ich habe euch von der Pumpe erzählt. Hier ist die Wasserpumpe dazu. Also die holt sich hier über den Schlauch aus dem Brunnenschacht. Den werdet ihr dann auch noch zu Genüge sehen. Das ist ein richtig geiler, gemauerter Brunnenschacht mit Ziegeln. Holt die sich das Wasser fürs gesamte Haus. Das Ganze hier mit dem intelligenten Tapo-Steckdose, wo ich es quasi über WLAN ein- und ausschalten kann, das Ganze gekoppelt, weil dann kann ich es halt von daheim aus ein- und ausschalten. Hier nochmal, hier geht es hoch, also ich finde es total toll, diese Dokumentation hier auf die Wand gekritzelt. Hier ist auf, so ist zu. Das sind die Temperatur-Heizungsleitungen. Gott, ist das heiß. Hoch in den Raum oben im ersten Stock. Und hier finde ich ganz praktisch, ist nochmal ein Ausschalter für den Elektroboiler. Ich kann also, wenn wir hier wegfahren, den Elektroboiler einfach ausschalten. Soweit zum Erdkeller. So, jetzt habt ihr eigentlich das Schlimmste schon gesehen. Und jetzt wird es nur noch besser, deutlich, deutlich besser. Denn von hier Küche, Erdkeller, Garten, noch eine Tür, geht es jetzt in die zwei renovierten Zimmer. Und die sind echt wirklich schön. Also da kann man jetzt definitiv nichts sagen. Die sind warm, die sind überall mit Rigips ausgekleidet, die sind isoliert. Hier das Kinderbett. Hier steht gerade der Schrank mitten im Raum. Denn, ihr werdet es nicht erraten, aber auch dazu gibt es ein Video. Da hinten ist irgendwo eine Steckdose und da sind gerade Steckdosen offen, weil ich da nämlich gerade was am... Ich will einfach gar keinen Kommentar dazu abgeben. Ich weiß nicht, ob ich ein Video davon mache, weil ich mir nur am Ärgern bin. Also das einmal Kinderzimmer und dann geht es von hier ins Erwachsenen-Schlafzimmer. Und auch das so, wie es ist, also auch mit diesen wunderschönen Bauernmöbeln, alles so eins zu eins übernommen. Ja, es wird, ihr werdet es auch nicht glauben, auch über das Schlafzimmer noch ein Video geben, weil ich am Bett was umbauen muss und machen muss. Ansonsten war es das jetzt mit der Roomtour. Mehr hat das Haus nicht zu bieten, noch aktuell. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr, wie ich mich drauf freue, hier auf das ganze Umbauen und Renovieren und Basteln und Machen und Tun, weil es macht einfach nur so viel Spaß. Und ich hoffe, dass ich diese Freude und diesen Spaß euch dann auch irgendwie rüberbringe und dass ihr das auch seht, wie viel Spaß ich dran habe. Meistens. Also eigentlich ärgere ich mich meistens und ich fluche auch ganz schön viel, was sehr untypisch meine Videos ist, aber da müsst ihr einfach durch. Ich bedanke mich jetzt nochmal wirklich, wirklich, wirklich sehr für die 25.000 Abonnenten. Es war für mich echt ein großer Schritt. Es war für mich so ein Thema, ja, ich habe 2010 mit YouTube angefangen und ich habe das ja immer nur so ein bisschen gemacht, für dass ich halt eben, ja, dass ich halt einfach ein paar Erklärvideos mache, weil sie einfach interessiert hat. Ich habe es einfach gern, ich erkläre einfach gern und ich gebe mein Wissen gern weiter. Und für alle, die mich kennen und im Discord sind, wer nicht drin ist, geht es einfach in Discord, da schreiben wir wahnsinnig viel. Ich bin mittlerweile ja auch Lehrer und zwar eigentlich jetzt auch seit Herbst hauptberuflich Lehrer, also eine volle Dienststelle als Lehrer, weil einfach dieses Wissen weitergeben einfach sowas unglaublich Tolles ist, was ich so gern mache. Und ich habe 2010 eben mit dem Kanal angefangen und das lief halt immer so vor sich hin. Und dann habe ich ja zum Glück irgendwann mit diesen Livestreams mit Matthias angefangen und dann ging es ab. Ab dem Moment geht es eigentlich mit dem Mikrofon so. Und ab dem Moment ging es eigentlich ab. Und da fingen die Abonnenten richtig an. Da hat man dann plötzlich 1000 Abonnenten. Und dann dachte man so, boah, 1000, jetzt geht's ab. Und dann hatte ich plötzlich 5000 Abonnenten und dann waren es auf einmal 10.000. Bei 1000 dachte ich mir so, 10.000, das ist ein Ziel, das würde ich gerne mal haben, wenn ich wohl 1000 Abonnenten hatte. Und damals dachte ich mir so, boah, ja, das kann man schon irgendwann mal schaffen. Jetzt habe ich auf einmal 25.000 Leute, die mir folgen. Und jetzt ist plötzlich dieses 100.000 greifbar, dieses nur noch viermal so viel und dann habe ich 100.000 und ich hätte mir das eigentlich nie erwünscht oder erträumen können, dass ich jemals so viele Abonnenten habe und weil ja alle immer so neugierig sind, es ist halt auch einfach so, dass man halt schon auch echt Geld mit YouTube verdienen kann und ich freue mich da mächtigst drüber, weil ich kriege momentan jedes Monat mindestens 200 Euro YouTube-Einnahmen ausbezahlt.
natürlich aufs Firmenkonto, natürlich wird es versteuert. Natürlich investiere ich das Geld auch wieder in weitere Videoausrüstung, wie jetzt hier eben diese DJI Action Kamera und so weiter. Und ich finde es einfach unvorstellbar, dass das so abgegangen ist. Und ich bedanke mich nochmal bei jedem Einzelnen von euch, der dafür gesorgt hat, dass es so weit kommen ist. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil dann vergesse ich wieder die halben Namen und dann ärgern sich Leute drüber. Also ich bedanke mich einfach pauschal bei allen, die mich unterstützen. Und ich hoffe auch, dass ich die Leute, ja, ich bin selber so ein, ich gucke zum Beispiel die vom Sascha, diese Vernünftig-Videos, die gucke ich liebend gern an. Und ich gucke auch ganz, ganz viele andere Videos liebend gern an. Und ich habe immer so eine Hemmschwelle. Ich abonniere selten einen Kanal. Und ich muss diese Hemmschwelle, glaube ich, auch selber mal überwinden, weil Abonnenten einfach wirklich das sind, was bei YouTube einfach zählt. Weil so viele Dinge, die freigeschaltet werden, so viele Möglichkeiten, die man hat als YouTuber, die sind immer Abonnenten gekoppelt. Und ich bin selber so ein Abo-Muffel und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen davon überzeugen, dass ihr öfter auf Abonnieren klickt, auch wenn es nervt. Und wenn jeder immer am Anfang sagt, oh, abonniert und drückt die Glocke und bla. Und ich weiß, es nervt wirklich. Aber es ist halt einfach das, was YouTube sieht. Und leider Gottes, ja, ich muss mich selber auch ein bisschen an der Nase nehmen und selber vielleicht auch einfach mehr darauf achten, dass ich öfter auf Abonnieren klicke, wenn ich einen Kanal wirklich als gut empfinde. Und auch schon, wenn er mal ein gutes Video hat, weil wenn ich jetzt hernehme, mein Löten-Lern-Video, 10 Lötfehler-Video hat keine Ahnung, 300.000 Aufrufe und wenn da nur die Hälfte auf Abo klicken wird, hätte ich 150.000 Abonnenten und das wäre halt einfach, ja, das wäre halt einfach Wahnsinn. Und so haben halt, ich glaube, 5.000 Leute oder was haben auf Abonnieren geklickt bei dem Video, was ja auch schon hammer viel ist und ich bin einfach wie immer noch sehr geflasht. Ja, ich bedanke mich das tausendste Mal jetzt bei allen. Ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt zum Ende durchgeschaut habt, wer es überhaupt so lange ausgehalten hat. Und ich hoffe, dass ihr mir ein paar anständige Kommentare reinschreibt, was euch am Haus gefällt, was ihr einfach davon haltet, was ihr dazu sagt, wie ihr das hier so seht. Weil ja, wie gesagt, ich find's mega und ich bin einfach immer noch geflasht von allem. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Ciao.